Rezension des Romans von Rebecca Gablé, Das Haupt der Welt von Michael für 60minuten.net. Aus dem Klappentext des Mittelalterromans Das Haupt der Welt von Rebecca Gablé. In einer kalten Winternacht im Jahr 929 nimmt die Belagerung der Brandenburg durch König Heinrich I. und seinen Sohn Otto ein blutiges Ende. Die slawische Festung an der Havel fällt und Prinz Tugumir und seine Schwester Dragomira werden als Geisel nach Magdeburg verschleppt. Während Dragomira bald ein Kind von Otto erwartet, leidet Tugumir unter dem Verlust seiner Freiheit und Heimat. Er rettet Otto, widerwillig, das Leben und macht sich einen Namen als Heiler. Doch er bleibt gefangen zwischen zwei Welten. Erst recht, als er sich in die Tochter seines größten Feindes verliebt und fortan sein Leben nicht mehr sicher ist. Kaum ist Otto 936 zum König gekrönt, findet er sich mit Widerständen und Revolten konfrontiert. Nicht nur die Herzöge des Reiches, sondern auch seine beiden Brüder und seine Mutter rebellieren gegen ihn. Bald sieht sich der junge König im Westen wie im Osten bedroht und muss erkennen, dass er nur mit Tugumirs Hilfe seine Krone retten kann. Nach 7 Romanen und einem Sachbuch über das mittelalterliche England richtet Rebecca Gablé im Buch Das Haupt der Welt ihren Blick auf deutschen Boden. Als Berliner bin ich natürlich mehr als begeistert, einen Roman über Otto den Großen und die Slawen des Havellandes zu lesen. Lokales Mittelalter hautnah. Die Autorin, bekannt für ihr Wissen um das englische Mittelalter, setzt ihre Serie hervorragend recherchierter historischer Romane fort. Der Hauptcharakter des Romans ist Tugumir. Er kommt aus Brandenburg im Gebiet der Hevela und ist, und das ist neu bei Rebecca Gablé, eine historische Person. Trotzdem oder gerade deswegen empfinde ich den Roman als besonders authentisch. Neu bei Gablé ist ebenfalls, dass die Helden des Romans Sex haben. In den Romanen, die ich bisher von ihr gelesen habe, fehlt dieser aus. Im Haupt erblüht auch diese Facette der menschlichen Interaktion, aber so dezent und zum Teil naiv erzählt, dass es direkt anrührend ist. Als dritte Neuerung habe ich eine größere Gewaltbereitschaft der Romanfiguren ausgemacht. Kampfszenen werden genauso ausgeschmückt und beschrieben wie die normalen Begebenheiten der Friedenszeit. Im ersten Teil des über 800 Seiten langen Romans wird der Weg Tugumirs aus der Halle seines Vaters in der Burg Brandenburg zum geachteten Heiler bei den Sachsen beschrieben. Dieser Teil ist packend geschrieben, die Charaktere werden mit leichter Hand eingeführt und ihre Geschichten blumig nacherzählt. In der Mitte passiert irgendwie nichts, außer einem Perspektivwechsel auf Otto und im hinteren Teil wird über seine Rückkehr in die Brandenburger Heimat berichtet. Dieser Teil wirkt auf mich etwas gehetzt. Ich hätte hier lieber ein kürzeres Buch gelesen und diesen Part in einem anderen Roman. Fazit? Rebecca Gablé versteht es, mich in den Bann der Geschichte zu ziehen. Die historischen Bezüge sind spannend und nachvollziehbar, die Erzählsprache blumig und lebhaft. Das Mitte und Ende des Romans schwächeln ist verzeihlich. Ich freue mich auf weitere Bände über Tugumir und seine Sippe.